Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Kerbal Space Program 1.1.2. Wie habe ich das Zeug nochmal genannt? Outer Planets Colonization. Richtig, so heißt die neue Kampagne. Muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Und wir starten jetzt zu unserem ersten Raketenstart. Es gibt anscheinend einige Grafikglitches. Mal sehen, wie lange die KSP durchhält, ohne abzuschmieren. Und wir starten mit dieser Rakete hier unbemannt. Und diese Rakete wird tatsächlich nicht bis zu Sarnus oder zu einem anderen Planeten fliegen. Wir werden tatsächlich im Prinzip erstmal ein bisschen Technologien ausprobieren. Hat aber auch noch für später wahrscheinlich eine Bewandtnis. Diese Rakete hier trägt einen Satelliten oder eher eine Raumsonde, die im Prinzip die beiden Monde um Kerbin herum scannen soll nach Rohstoffen. Und ich hatte es schon in der Vorstellungsfolge kurz angesprochen, womöglich wird es nötig sein oder sehr, sehr sinnvoll sein, auch nochmal Basen auf den beiden oder auf einem der beiden Kerbin-Monde zu haben. Oh, sehr schöne Wolken. Auf denen wir dann halt einfacher Interplanetar-Raumschiffe bauen können. Weil alles von Kerbins Oberfläche vom KSC aus zu starten, ist womöglich etwas sehr aufwendig. Deswegen überlege ich halt zum Beispiel auf Minmis, auf einem der großen, sehr, sehr ebenen Seen, halt eine Basis zu errichten, die wirklich sehr, 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 sehr große interplanetare Raumschiffe zusammenbauen kann. Dafür müssen wir aber halt überprüfen, ob es an diesen Orten halt Rohstoffe zum Zusammenbauen und zum Betanken solcher Raumschiffe gibt. Ansonsten macht das alles relativ wenig Sinn. Und dazu müssen wir Satelliten starten. Außerdem kann ich mich dann nochmal so ein bisschen mit den grundlegenden Mods vertraut machen, die ich hier benutzen werde. Also zum Beispiel Remote Tag und weiß der Teufel, Carbonite. Ich habe eben keinen Keyfan. Ich habe Carbonite und mit Carbonite habe ich noch nicht so viel gemacht. Ah, das ist Duna. Das sind übrigens diese bunten Punkte im Himmel. Das sind tatsächlich die Planeten und oder kleinen Monde, die durch die Distant Object Enhancement Mod hinzugefügt wird. Werden. Whatever. So, die Pharynx können jetzt ab. Durch KW Rocketry können wir jetzt auch Pharynx halt als ganze Schalen absprengen, was viel, viel cooler aussieht. Dann neues Ziel. Ich muss die beiden Relais-Satelliten dann noch umbenennen. Habe ich eigentlich? Nee, ich habe dafür keine Action Group. Eine Sache, an die ich mich noch so ein bisschen gewöhnen muss, die anders ist als beim Karrieremodus letztes Mal, ist, ich kann jetzt so riesigen große Raketen bauen, wie ich will. Ich muss dafür ja nichts ausgeben. Also zumindest, wenn ich sie von Kerbin aus starte. Ne? Ich kann da bauen, was ich will. Ich muss keine Credits dafür zahlen. Ich kann vor allen Dingen auch so große Raumschiffe bauen, wie ich will, weil ich keine Beschränkungen habe. Also das Launchpad sagt mir nicht, hey, du darfst nur so und so große Raketen bauen. Und das Vehicle Assembly Building sagt mir auch nicht, hey, du darfst nur so und so viele Bauteile verwenden. Nein, ich kann alles benutzen. Ich kann alle Action Groups voll knatschen. Ich kann alles machen. Daran muss ich mich erst langsam gewöhnen. Aber ich glaube, ich habe einen ersten guten Start damit gemacht. Diese Rakete ist wahrscheinlich total overbuilt und hat deutlich mehr Data vor, als ich für die Mission brauche. Ich will mir als erstes Minmis angucken. Weil ich dort halt einfach eine einfachere Möglichkeit darin sehe, eine solche Weltraumstation einzurichten. Eine Station, die halt auf der Oberfläche eines Mondes Raumschiffe baut. Das scheint mir da viel einfacher, weil diese neuen Interplanetarraumschiffe dann natürlich einfach einfach von der Oberfläche von Minmus aus starten können. Weil ja Minmus eine extrem niedrige Anziehungskraft hat. Dürfte das deutlich einfacher sein, als das Ganze auf dem Mühnmann, whatever, zu machen. Außerdem ist der Ausbau dieser Station natürlich auch viel, viel einfacher, wenn wir auf Minmis landen müssen, einfach weil die Gravitation wieder leichter, viel niedriger ist und dadurch das Landen viel, viel einfacher ist. Wird auf jeden Fall eine schöne erste Übung
für den Ernstfall auf über Sarnos. So, wir kommen jetzt... Oh, wir haben definitiv einen Orbit. Ja, ist schon eine Weile her, seit ich zu Minmus geflogen bin. Nee, nicht Focus View. Ich muss mich auch ein bisschen an das etwas veränderte User-Interface gewöhnen. Hat sich ein bisschen was getan. Nicht unsagbar viel eigentlich. Eigentlich ist vieles beim Gleichen geblieben, aber es sieht ein bisschen anders aus und es verhält sich ein bisschen anders. Und ich habe neue Mods, zum Beispiel Precise Note. Was kann man mit Precise Note machen? Mit Precise Note kann man viel genauer sehen, wie viel der V-Mann in welche Richtung verbreitet. Und was man auch ganz gut machen kann, man kann hier zum Beispiel konkret Werte eingeben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte genau 900 Meter pro Sekunde pro Grad brennen. Und dann macht er das hier für mich. Viel, viel genauer. Deswegen heißt es auch Precise Note. Glaube ich. Ich schätze mal. Focus View. Oh, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich werde trotzdem immer noch viel mit diesen, mit den Bobbles hier machen, mit den... Dachte, ich würde damit viel machen. Vielleicht auch nicht. Mit den klassischen Manöver-Nodes. Einfach, weil die halt viel schneller funktionieren. Uah. Vielleicht sollte ich auch einfach Increment. Ja, ich kann ja auch auf diesen Button klicken, plus minus. Links fügt 1 Meter pro Sekunde pro Grad hinzu und rechts fügt zieht 1 Meter pro Sekunde der DV ab nach pro Grad. Und dann kann ich sagen, plus 0,1, okay. Ah, auch nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut, dieses System. Dann kann ich noch ein bisschen normal. Nee, das bringt es nicht so richtig. Bringt es auch nicht so richtig. Naja, es ist schon ziemlich gut. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Ich habe an diesem Satelliten einige an verschiedenen Ressourcen-Scannern. Wir haben den Standard KSP-Scanner, wir haben den Carbonite-Scanner, wir haben hier ein spezielles Magnetometer, das für die Suche nach Eisenerz extra gebaut ist, und war's das schon? Ich glaube, das war's schon fast. Ah, okay. Das war's anscheinend schon. Na gut. Ich muss diese Technologie noch erstmal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob diese Mission so funktioniert. Ich habe es nicht vorher getestet, um ehrlich zu sein. Ich hoffe einfach mal. Ja, ich probiere jetzt ein bisschen rum und damit werdet ihr leben müssen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das hier alles funktionieren wird. Okay, cool. Kann sich da also auch schon Geräusche hinzufügen? Das wusste ich alles gar nicht. Was man mal alles über Kerbal Alarm Clock lernt. Und da haben wir schon das erste Problem. Und daran hätte ich denken sollen. Ich habe jetzt total nach dem Karrieremodus nachgearbeitet. Und ich habe keine Funkverbindung. Ah, jetzt habe ich gerade Funkverbindung bekommen. Das war knapp. Ich habe gerade eben Funkverbindung aufgebaut. Ich hatte meine Satellitenschüssel auf hier den Kerbin Relay KSC ausgerichtet und der ist gerade so über dem Horizont aufgetaucht. Man kann ja sehen, die Verbindungslinie ist gerade so über der Krümmung von Kerbin. Ich werde viel mehr den Flight Computer benutzen müssen, daran werde ich mich wieder gewöhnen müssen. Und dafür werde ich mich auf Fluid Manöver Start drehen. Dann werde ich sagen, Execute next maneuver. Execute planned maneuver signal delay 1 minute 13 seconds. Das heißt, dass in einer Minute 10 Sekunden ab jetzt anfangen wird, das Manöver abzubrennen. Und das sollte uns tatsächlich dorthin bringen. Denn der Flight Computer von Remote Tech ist wirklich ziemlich gut. Der ist wirklich ganz schön ordentlich. Und irgendwann, vor allem wenn wir halt weit draußen in den Tiefen des Weltraums, weit weg von der nächsten Kommandozentrale agieren wollen, werden wir dieses Ding benutzen müssen. Einfach nur, weil der Signal Delay, für alle, die noch nie Remotic benutzt haben, werde ich jetzt mal kurz erklären, was Signal Delay ist, weil der Signal Delay so groß wird. Signal Delay kann man hier umsehen, D plus und dann eine Zahl in Sekunden. Und das heißt, einfach dadurch, dass wir uns weiter von unserer Kommandozentrale
Zentrale entfernen, braucht das Funksignal zu unserer Sonde halt länger. Und das ist halt etwas, das es in Realität auch gibt. Ne? Also Signale bis zum Pluto brauchen, glaube ich, mehrere Tage. Also es ist wirklich krass. Aber schon selbst innerhalb des Kerbin-Systems, ja, bis zum Min-Miss erreicht man, glaube ich, einen Signal-Delay von 3 Sekunden oder so. Also wirklich, wenn man eine funkgesteuerte Sonde ohne Kerbals an Bord auf Min-Miss landen will, muss man mit einer Signalverzögerung von 3 Sekunden rechnen. Einfach weil Min-Miss so weit weg ist. Und das bedeutet, dass jede Aktion, die ich hier auf meiner Keyboard mache, die wird erst 3 Sekunden später ankommen, wenn ich bei Min-Miss bin. Und das ist ein ziemlich großes Problem, mit dem wir später viel mehr romantieren werden müssen. Deswegen will ich auch eine vorgelagerte Funkstation im Sarnus-System einrichten. Ja, aktuell ist unser Delay noch 0,02 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Taste drücke, wird es erst 0,02 Sekunden später bei unserem Raumschiff tatsächlich ausgeführt. Das ist nicht so schlimm. Ja, das ist für mich kaum also ich bemerke das als Mensch eigentlich kaum. Aber bei 3 Sekunden fängt man an, sich wirklich zu fragen, warum passiert da nichts? Und wenn man dann zum Beispiel bei fremden Planeten ist und plötzlich eine Taste drückt und erstmal passiert nichts, dann fragt man sich schon sehr, sehr stark, habe ich jetzt drauf gedrückt oder nicht? Ja, das wird noch später sehr, sehr, sehr lustig. Deswegen werde ich diesen Flight Computer benutzen. Es sieht erstmal natürlich ein bisschen wie nach Schummeln aus, weil der Flight Computer im Prinzip das Manöver für mich abbrennt. Aber das ist einfach ein Tool, mit dem man arbeiten muss, wenn man mit Remote Tech arbeitet. Man muss damit arbeiten, weil sonst wird man irgendwann wahnsinnig, weil man sonst wirklich Tasten drücken muss. Und zwar 30 Sekunden, bevor man sie eigentlich gedrückt haben will. Und das kann man als Mensch einfach nicht machen. Nee, vielmehr lasse ich jetzt einfach im Prinzip den Bordcomputer fliegen, der das verflucht gut macht. Guckt euch das an. Ja, also unser geplanter Kurs war ein bisschen anders. Aber es ist sehr, 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 sehr nah dran. Das heißt, dass ich jetzt einfach einen SOI Change Alarm einrichte. 10 Tage brauchen wir bis zum Min-Miss. Und dann sind wir hoffentlich da. Ich mache jetzt auch mal einen Quick Save. Die Version von KSP, die ich gerade spiele, die, so habe ich gemerkt, ist nicht hundertprozentig stabil. Und das könnte sich an 1-2 Stellen rächen. Ich muss kurz Pause machen. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ja, da war jemand an der Tür und ich habe zwischendurch gegessen. Ah, sehr viel besser. Wo waren wir? Ach ja, ich glaube, ich wollte zu Min-Miss fliegen. Wir haben übrigens schon wieder keine Funkverbindung, was ein bisschen mucksig ist. Jetzt haben wir gerade Funkverbindung und da ist sie wieder weg. Verdammt! Was ich nämlich machen will, ist die Satellitenschüssel ein bisschen anders ausrichten. Und zwar folgendermaßen. Mache ich eigentlich immer so, wenn ich mit Remote Tech spiele, was nicht unsagbar häufig ist, aber ich habe es mir so angewöhnt. Was man jetzt nämlich machen kann, ist sagen, richte sie einfach auf Kerbin aus und dann können wir uns nämlich ansehen, dass der Satellit einfach auf irgendwelche Relais in dieser Richtung, in Richtung Kerbin, sich ausrichtet und zwar alles, was in diesem Winkel liegt. Ne? Hier sieht man so die ganz leicht. Dafür braucht man womöglich ein ziemlich hochauflösendes Gerät, um das zu sehen. Hier ist so ein weiß markierter Winkel. Ja, da ist eine weiße Linie, hier ist auch eine weiße Linie. Und alles, was in diesem weißen Kegel liegt, das wird von der Satellitenschüssel angepeilt und zum Relais benutzt oder was auch immer. Das heißt, wir durften jetzt eigentlich, außer Min-Miss oder der Mond, schieben sich jetzt zwischen uns und Kerbin, würden wir eigentlich immer Funkverbindung verhalten. Ja, seht ihr, die Relais werden dynamisch gewechselt, jetzt gerade nicht. Da hatten wir kurz einen Ausfall. Aber jetzt sind wir wieder konstant online. Da hatten wir wieder einen kurzen Ausfall. Also gelegentlich haben wir Ausfälle, was nicht ganz so schön ist. Aber solange ich meine Manöver einprogrammieren kann, ist das alles in Ordnung. Das Schöne nämlich an Remote Tech ist, man muss nicht ununterbrochene Funkverbindung aufrechterhalten. Man muss nur eine Funkverbindung aufrechterhalten, wenn man halt zum Beispiel Manöver einprogrammieren will. Jetzt geht es zum Beispiel gerade nicht. Ich weiß nicht, wieso. Jetzt haben wir wieder eine Verbindung. Das ist super. Was ich jetzt machen werde, ist... Und übrigens beträgt unser Signal-Delay doch nicht 3 Sekunden, sondern 0,12. Aus Einfachheitsgründen runde ich jetzt mal auf 2. Runde ich da jetzt mal.
So, dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen... Ich werde natürlich wieder in einen polaren Orbit. Damit wir möglichst den gesamten Himmelskörper halt abdecken können während des Scans. Stellen wir das Ding wieder auf Note. Und hat man gerade kurz gesehen, auf der linken Seite hier ist kurz ein Befehl reingerauscht, der wegen Signal Delay nicht sofort ausgeführt war, sondern der war als Paket praktisch im Weltraum unterwegs für kurze Zeit. Und das wird viel, viel mehr auftreten. Gleich haben wir es wieder. Ah. Die sind jetzt natürlich eingeplant. So, gucken wir mal. Was hat er denn da gemacht? Entschuldigt übrigens auch mein leichtes Hüsteln. Ich habe immer noch Probleme wegen meiner Allergien. So, jetzt kann man natürlich auch wunderschön Curve Alarm Clock und die Remote Tech im Tandem benutzen. Das heißt, das brauche ich jetzt gerade eigentlich nicht so. Flat Computer macht auch automatisch den Time Warp aus, wenn es Zeit ist. Und führt einen wunderbaren Inclination Change aus. Was wir jetzt machen, ist halt ganz regulär zirkularisieren. Nein, 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 nein. Das war der falsche Button. Zip. Das sieht ziemlich zirkulär aus. Ich hoffe mal, ich habe genug Akkuleistung. Aber sieht ganz gut aus. Hier haben wir einen Akku mit 800 Electric Charge. Das sollte wohl hoffentlich reichen. Diese Sonden brauchen mit Remote Tech und vielen anderen Mods brauchen Sonden viel mehr Energie. Remote Tech erfordert halt, dass wir die Satellitenschüsse betreiben, die ganz schön viel Saft fressen. Ach, er stellt dafür automatisch einen. Oh, cool. Das war mir gerade eben nicht aufgefallen und ich glaube, das ist auch ein bisschen... Oh ja, das ist ein neues Feature, dass dann automatisch ein Curve Alarm Clock dafür eingelegt wird. Das ist ziemlich cool. Ja, Curve Scanner Manöver. Cool, cool. Remote Tech legt für geplante Manövernodes, die man an den Flight Computer übergibt, tatsächlich Alarm Clocks an. Cool. Das ist richtig, richtig praktisch. Da hat jemand mitgedacht. Ich werde es vielleicht nicht immer haben wollen, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Verhalten. Da hat wirklich jemand sich was dabei gedacht. So, Electric Charge. Genau, Energieverbrauch. Das ist auch wirklich so eine Sache, da würde man, weshalb ich mir bei, wenn ich Remote Tech benutze zum Beispiel, viel mehr Gedanken darüber mache, wie viel Solarpaneele und wie viel Batterien ich mitnehmen muss. Was ich dann üblicherweise mache, ist mir Stift und Papier nehmen und aufzuschreiben. Okay, wenn ich diese Menge an Solarpanelen mitnehme, dann kriege ich so viel Electric Charge pro Sekunde und diese Geräte verbrauchen es und dann versuche ich das halt irgendwie so zu halten, dass ich, selbst wenn ich unter Volllast laufe, eher Energie produziere. Das wird nicht immer funktionieren komplett, weil man manchmal wirklich, also zum Beispiel der LM700 Survey Scanner, also die ganzen Scanner, die werden auch nochmal zusätzlich Strom verbrauchen. Aber sie werden halt nicht immer die ganze Zeit laufen, deswegen. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich funktionieren. So, wir sind jetzt in einem polaren Orbit. Ich hoffe, in einer angemessenen Höhe, um jetzt zum Beispiel einen M700 Survey Scanner auszupacken. Und Perform Orbital Survey. Daten werden hochgeladen. Interessant. Und. Oh. Ah, gucken wir uns mal an. Boah, guckt euch das an. Hey, cool. Kaonite benutzt richtig das Ressourcensystem vom Stock KSP. Nice. Jetzt können wir halt... Üblicherweise steht hier ja nur, ich glaube, Ore. Ore ist, glaube ich, der Standardrohstoff von KSP. Und... oh, interessant. Boah, cool. Aber Carbonite hängt sich praktisch in dieses Ressourcensystem, das KSP jetzt sehr standardmäßig zur Verfügung stellt und packt einfach im Prinzip alles da rein. Okay, das heißt, wir können im Prinzip den M700 Survey Scanner für unsere orbitalen Scans benutzen. Das ist gut zu wissen. Ansonsten hätte ich nämlich wahrscheinlich den hier benutzen müssen. Scanner GUI. Ah, das ist ein Narrowband Scanner. Okay, 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 okay. Das ist jetzt natürlich nur ein ziemlich oberflächlicher Scan. Wir haben jetzt nur die etwaigen. Kann ich auch wieder. Ich habe aus Versehen Schub angemacht.
Das ist nicht so clever. Aber dafür haben wir jetzt den Planeten gescannt. Das ist sehr, sehr schön. Kann ich auch Big Map. Das ist Scanset. Das ist auch eine super Mod, mit der man noch viel coolere Karten erstellen kann. Karten, die also Höhenkarten, und da kann man dann auch nochmal Ressourcen drauf plotten und so. Sehr, sehr cool. Gefällt mir immer wieder sehr, sehr gut. Min, Miss. Ah, wir haben tatsächlich eine Ressourcenkarte dafür bekommen. Sehr, sehr nice. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, ich finde diese Art von Karte ein bisschen einfacher zu lesen, womöglich. Sie ist nicht ganz so sie veranschaulicht nicht ganz so gut die Geografie, aber sie veranschaulicht deutlich besser, also ich glaube, hier ist es deutlich einfacher, die höchste Konzentration von Rohstoffen zu finden. So, gucken wir mal, wo gibt es das meiste Carbonite? Aha. Anscheinend bei den hellen orangefarbenen Flecken. Okay, cool. Wo gibt es denn zum Beispiel Metallic Ore? Brauchen wir für die Produktion von Raumschiffteilen, soweit ich das verstanden habe. Okay. Ich schätze mal, wir werden nochmal mit einem Höhenscanner vorbeikommen müssen. Es gibt Metallic Ore und es gibt Metal Ore. Ach du Kacke, da muss ich ganz genau drauf gucken, was ist. Dieses User Interface, das finde ich ein bisschen unschöner zu benutzen, aber es geht. Die meisten Rohstoffe von Metal Ore scheinen tatsächlich in Bergen aufzuhauen. Eigentlich würde ich halt ganz gerne eine Bauoperation für Raumschiffe in diesen wirklich extrem flachen Seen haben. Aber anscheinend Metal Ore kommt eigentlich nur in den Bergen vor. Macht irgendwie Sinn. Also mit reinem Ore. Kommt auch hauptsächlich in den Bergen vor. Im Prinzip gibt es nicht wirklich viele Rohstoffe in diesen tiefen Meeren anscheinend. Ja, das würde es auch zu einfach machen. Ja, ganz generell, ja. Uran. Also Uranerz. Was sehr, sehr gut ist. Die Frage habe ich mir auch in der ersten Folge gestellt. Können wir Uran auf fremden Planeten abbauen? Und tatsächlich scheint es der Fall zu sein. Dann können wir tatsächlich Uran auf fremden Planeten abbauen. Sehr, sehr gut. Das wird nämlich Kernspaltungsreaktoren noch attraktiver machen. Was mit Carbonite? Carbonite kommt ein bisschen an anderen Stellen vor, aber auch eigentlich nur in dem... Ah, doch, hier. Carbonite, das weiß ich, können wir auf jeden Fall dazu benutzen, um Treibstoff herzustellen. Mineralien. Werden wir nochmal ganz genau angucken müssen, welche Materialien wir konkret für was brauchen. Oh, am Pol. Oh, am Nordpol von Minmis und am Südpol gibt es richtiges Wasser. Interessant. Das sind alles Sachen, die ich vorher nicht wusste, die ich mir jetzt gerade angucke. Das ist sehr, sehr interessant. Sehr, sehr cool. Ah. Werden wir nochmal genau aufschreiben, was wir für Mineralien bräuchten für eine Minenbauoperation, die im Prinzip in der Lage ist, dann Raumschiffe auf Minmis zu bauen. Die klingt immer besser. Wir scheinen tatsächlich von allem etwas zu haben auf Minmis. Vielleicht nicht unsagbar viel zum Beispiel. Wir scheinen ziemlich viel Erz zu haben. Das ist, glaube ich, die Standardressource, die wir halt mit den Stock-KSP-Bauteilen in Treibstoff umwandeln könnten. Aber zum Beispiel Metal Ore mit 3% scheint es nicht ganz so viel zu geben. Dreck gibt es eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge Dreck. Das kann ich mir vorstellen. Und zwar so ziemlich überall. Vielleicht fliege ich aber auch nochmal zum großen Mond hinüber. Das soll aber nicht in dieser Folge geschehen. Vielleicht mache ich es nicht mal on camera, weil das ja nicht ganz so unglaublich aufregend ist. Ich bringe nur halt den Scanner mal zum Mond rüber. Wir wollen ja eigentlich bald zu den äußeren Planeten und dort mal langsam anfangen zu scannen. Aber das wird alles in zukünftigen Folgen kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, einen schönen Tag noch.